Oberfranken schrumpft. Die jungen Leute zieht es in die Metropolregionen Nürnberg und München. Aber es gibt auch junge Frauen, die in der Heimat bleiben. Sie übernehmen nicht nur den Familienbetrieb, sondern investieren in ihn. Die Brauerei Haberstumpf aus Trebgast ist erfolgreich an die nächste Generation übergeben worden. Nach beruflichen Stationen in Fulda, München und im Schwarzwald kehrt die Braumeisterin Yvonne Wernlein zurück in die Heimat. Obwohl sie in der elterlichen Brauerei aufgewachsen ist, die Idee, den Betrieb zu übernehmen, ist neu. Seit 2011 ist sie mit im Unternehmen tätig. Es waren verschiedene Überlegungen da, die Brauerei vielleicht sogar zu verkaufen, falls ich nicht weitermache. Und das war eigentlich der Knackpunkt, bei dem ich mir gesagt habe, warum soll ich es nicht selber probieren? Wenn es jemand anders kauft und versucht, hier weiterzumachen, warum soll das nicht auch ich machen können und probieren können? Und ja, es hat ja bis jetzt funktioniert. Die neue Braumeisterin bringt auch gleich eine Idee mit. Eine Brauereigaststätte. Die Familie steht auch sofort hinter ihr. Nur die Bank macht Probleme. So dauert es ein Jahr, diese zu überzeugen. Dann kann der Umbau des alten Eishauses losgehen. Die neue Wirtschaft ist auf Anhieb ein beliebter Treffpunkt in Trebgast. Die Tatsache, dass ich als Juniorin wieder hierher komme und die Brauerei weitermache, ist sehr gut angenommen worden. Die Leute finden das toll, dass ein junger Mensch nach Oberfranken zurückkehrt oder in die Heimat zurückkehrt und eine Tradition weiterführen will. Das ist wirklich das Positive an dem Ganzen. Ich habe sehr viel Bestärkung bekommen, das zu tun und dass ich auf dem richtigen Weg bin, quasi die Bestärkung bekommen. Yvonne Wernlein bringt frischen Wind in die oberfränkische Bierkultur. Dabei probiert sie auch gern Neues und erweitert das Sortiment ihrer Brauerei. Auch die gelernte Gärtnerin Katrin Hubert aus Kernhofen ist in die Fußstapfen der Eltern getreten. Zweimal die Woche steht die Familie am Kumbarer Marktplatz mit einem Obst- und Gemüsestand. Obwohl es viel Arbeit ist, macht sich Katrin Hubert 2010 selbstständig. Am Kumbarer Holzmarkt eröffnet sie den Gemüseladen Frucht Hubert. Wenn man selbstständig ist, schaltet man nicht ab. Man ist immer im Laden, man ist immer daheim. 7 Tage. 24 Stunden. Neben den eigenen Produkten wie Eier, Schnaps, Gemüse und Obst aller Art wird das Angebot vergrößert und den Kundennachfrage angepasst. Die Leute es zu vermitteln, dass wir kein Supermarkt sind, dass man bei uns einmal eine Karotten einzeln kriegt und vom Vorgänger, dass wir ganz was anderes das sind. Oberfranken bedeutet für Katrin Hubert nicht nur die tägliche Wegstrecke zwischen Forchheim und Kumbar, sondern vielmehr. Heimat ist schließlich ihre Heimat. Die Ruhe, das ist das, was ich immer sage. Wenn ich von Kulmbach rausfahre, weiß ich immer, wenn ich heimkomme, die Ruhe. Egal, ob man in Oberfranken geblieben ist oder zurückgekehrt ist, sich beruflich zu verwirklichen, ist möglich.